Ich mache immer dazwischen mein blödes Grinseface. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Ja, ich mag eigentlich kein Gemüse. Ich bin überhaupt kein Gemüsefan. Aber durch meinen Kennenlernen von Babette habe ich dann angefangen, ein bisschen Gemüse zu essen. Und das Erste, was ich da bekommen habe, war ein Brokkoli, den sie unter einem Gemüse, unter einem Nudelauflauf versteckt hat mit viel Käse. Und nachdem ich den dann gegessen hatte, hat sie gemeint, siehste, der schmeckt doch. Und ich muss leider Gottes zugeben, ja, er schmeckt. Und ich mag den bis heute gerne. Ja. Sonst esse ich noch gerne Paprika, Zwiebeln und seit jetzt ein paar Wochen finde ich auch, wie heißen diese grünen Dinger, die nicht Gurken sind? Aubergine? Nee, Auberginen sind lila. Zucchini. Zucchini. Ja, oder Zucchini oder wie auch immer man es aussprechen mag. Die mag ich auch ganz gerne und ja. Jetzt ein klein bisschen ekelhafter Fakt über mich, aber es ist halt wirklich so. Ich habe kaum Würgereiz. Also, das klingt jetzt gerade irgendwie voll nuttig. Kaum ein bisschen Zucchini. Ja, gleich nach der Zucchini kommt diese Erkenntnis. Ich habe kaum Würgereiz. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auf mein ganzes Leben gesehen mich bisher 6 Mal übergeben musste. Das erste Mal war beim Zauberpudding. Damals habe ich einen Film geguckt, der hieß der Zauberpudding und da habe ich, also da irgendwann kam dann diese Szene, wo der Pudding, wo sich über die ganze Stadt Pudding war und ich weiß bis heute nicht, was es war, aber danach habe ich gereiert wie ein Vogelreiher. Das zweite Mal war dann wegen dem Tee. Da hatte ich eine Erkältung, haben wir dann rausgefunden, bei Erkältung kann man auch sich übergeben. Das dritte Mal war dann wegen zu viel Essen von Subway Sandwich. Das habe ich damals, das kann man auch super gut. Geht super. Und das vierte Mal war dann, nee, es war tatsächlich nur viermal. Viermal. Pardon, moi. Ich habe nicht mal, ich bin nicht mal, ich komme nicht mal auf die sechsmal. Ich komme nur auf viermal. Und das vierte Mal war es mit Abstand ekelhafteste. Da habe ich einen Döner gekübelt. Blaukraut-Döner. Blaukrautdöner. Das hat, das ist auch noch ist auch noch ein bisschen eine blöde Geschichte für meine Schwester gewesen. Die hat den mitgebracht und wollte mir eine Freude machen und die Reaktion darauf war, oh, lecker ein Döner und dann so, und zwar über sie drüber. Entschuldigung. Wie viele haben wir jetzt schon wieder? Warte mal, ich habe ja hier einen, ja, da. Dann sind wir hier bei einer geraden Zahl. Das ist der Vorteil, wenn man es aufschreibt. Ja, dann sind wir hier wieder an diesem Punkt fertig und.